Guten Morgen. Tommy ist wieder am Start. Heute mit hängendem Auge. Keine Ahnung warum. Irgendwie ist mein Auge ein bisschen zugeschwollen. Ich glaube vielleicht. Keine Ahnung. Irgendwie Stress oder was weiß ich. Gucken, ob sich das noch richtet. Ansonsten laufe ich jetzt in Zukunft rum wie Karl Dall. Nervig. Ich habe den Laden schon auf und habe schon Moin. Ach Mensch, ihr wolltet zu mir, ja? Ja, sorry. Ja, super. Was braucht er denn? Ja, Fakt ist, ich habe den Laden schon auf. Hab schon die erste Kundschaft. Was steht denn da? Ich kann nicht lesen. Teamfans-Hymne-Stadion. So viel Kult steckt in Union und so viel in Hertha. Oh, Vereinsvergleich, ja? Ja. Ist nichts passiert in der Welt? Nee, es ist passiert in der Welt. Terrorzone Rigorher Straße. Und hinten drauf? Bist du es wirklich, Will Kilmer? Krebskrank. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Erstmal entlassen, nicht gesund. Noch nicht. Ach so. Muss noch weiter Medikamente nehmen. Alles nicht so einfach. Ich will es doch, kann ich mal vorstellen, so was. Klar, ich will es. Gerade wenn sie gerade geboren sind, war gerade die Zeit überwacht. Ist halt die ersten drei Monate ist es halt schwierig. Naja, es ist schwierig. Es ist schwierig, kann ich mir schon vorstellen. Wenn du Kinder haben willst, dann freust du dich da rauf und so. Naja. Naja. Ich mach mal weiter. Ja, bis heute Abend irgendwann. Bis dann. Wenn du dazwischen kommst. Okay. Oh Mann, Felix baut ab, baut ab, baut ab. Leider. Was soll man machen? Ich habe ihm heute gesagt, wenn er sich nicht kümmert um Arzt oder so, dann wird es nicht bei ihm. Darf er das hier nicht als Dauereinrichtung sehen? So, tut mir leid, da bin ich wieder. Tut mir leid, da bin ich wieder. Ha! Ich entschuldige mich dafür, dass ihr mich seht. Kein Quatsch. Natürlich dass ihr mich nicht gesehen habt, aber es ist ja gar nicht live, deswegen schneide ich es ja eh raus. Oh, hier. Gleich mal zeigen. Also.
Das hier, man kriegt den Schalter nicht runter. Woran liegt das? Ja, das hat schon ein paar Mal umgefallen oder so. Und hier sind so, das Aluminium ist hier verbogen. Das muss man erstmal wegfeilen. Also man nehme eine Feile. Also noch ein bisschen nachbearbeiten die Lenker. Sehr schön. Jetzt haben wir hier das neue, die neue Schaltbox, den neuen Schalter mit dem dazugehörigen Zug, alles schon fertig abgelenkt in 1,70 Meter Länge, steht immer vorne drauf. Haben wir geschaut, dass es stimmig ist. Jetzt wird es eingebaut. Kommt einmal hier durch. Und dann kommt einmal hier dran. Zack. Ich finde den alten Schalter ja nicht so schlecht. Den neuen Schalter ja nicht so schlecht. Er findet den alten hübscher. Gut, darüber lässt sich ja streiten, ne? Festgeschraubt, Einbau ist total einfach. Ja? Wie gesagt, man muss es ja nur festschrauben. Jetzt wird es hinten aufgesteckt. Das Ganze. Ganz einfache Geschichte. Ja, bin gleich, warte. So, dann wird es aufgesteckt. Und da müssen wir jetzt nur noch die Befestigungspunkte dran machen, bin ich gleich wieder da. Jetzt wird meine Meinung gefragt. Okay. Beruhigen, wieder. Gerade wieder was gesucht. Ich vertrage es einfach nicht, wenn irgendwas weg ist. Oder wenn irgendwie Marlies hat jetzt gesagt, wo sind meine Versicherungskarten, die ich dir vor einer Woche gegeben habe. Versicherungskarte, Sparkassenkarte, was weiß ich, alles so ein Scheiß. Vor einer Woche, ehrlich, das soll ich jetzt noch wissen, ich weiß sowas nicht. Oh, da mache ich mir so, das geht mir so aufs Herz. Ey, das vertrage ich nicht, verknuse ich nicht. Fakt ist, ich muss jetzt die Dinger hier anschrauben. Das ist ja natürlich alles angefunden. Das ist ja alles ordentlich bei der Debatte. So, jetzt müssen wir nur noch hier an dem Kabel. Das hier müssen wir natürlich hier ordentlich verlegen, hier unten wieder. Da hebt das hier an diesem alten, sind hier diese Sicherungsteile dran. Die werde ich jetzt hier abmachen. Und an jenes dran schrauben. Ja, das war's. Fertig, Feierabend. Fertig, Feierabend. Das war Auftrag Nummer 1 heute. Na, Wahnsinn, ey. So viel Zeit. Oh, ich reg das immer noch auf.
verschwundene Sachen. Das ist für mich ein Gräuel. Weil ich mir dann so einen Kopf mache, wo ist das, wo ist das? Und oh, was hast du denn damit gemacht? Bist du ein Idiot? Und ärgere mich selber quasi. Dabei ist es der Quatsch. Man hat es ja hingelegt irgendwo, wo es auch sicher ist. Aber dass man das eine Woche später noch weiß, also das ist bei mir leider nicht der Fall mehr. Weil ich so viel anderen Quatsch im Kopf habe. Gerade die letzte Woche. Weiß ich nicht mehr. Ist ja erledigt jetzt. Ah. Oh, das ist ein Riesenrad. Das ist ein Riesenrad. Gut, next. Glatte Reifen zum x-ten Mal. Die gute Dame hat die Schnauze voll. Was macht man dann? Marathon Plus drauf. Dann sind auch. Das machen wir jetzt. So, Reifenruf, Schlauch, Gott, das ist ein Tit. Das hat verballert. Oh nee. Scheiße. Die sind kaputt. So eine verdammte Kacke. Sagt man nicht. Kacke, Lücke. Gut. Jetzt suchen wir erstmal das Werkzeug wieder zusammen, weil hier fehlt ein bisschen was. Werkzeug sollte schon vollständig sein. Moin. Hallo. Was darf sein? Mein Fahrrad ist kaputt. Ui, ui, ui. Und ich soll es reparieren? Ja, okay. Wenn du das kannst, vielleicht. Vielleicht, mal schauen. Was ist denn kaputt? Schwalbe! Post von Schwalbe! Rimtape, Schwalbe. Made in Indonesia. Im originalen Sack. Sieht man ja auch da hinten. Also wenn ich 250 Teile bestelle, krieg ich original so ein Ding. Bis ich endlich mal was drin ist in so einem Sack. Joa! Jetzt wurde gerade was an Land gespült hier bei uns. Ich kriege ab und zu Räder geschenkt. Jetzt ist eine Frau vorbeigekommen mit meinem Sparta. Eigentlich schönes Rad, aber Rahmenbruch. Ob man da noch was machen kann. Da kann man nichts.
nichts mehr machen. Ist ja auch schon mal geschweißt worden. Das kann man nur noch schlachten und das machen wir jetzt. Schlachten wir das Ding. Der Rest ist ja schön, ist eigentlich schade drum, aber was willst du machen? Was passiert mit solchen Rädern bei mir? Was macht Tommy mit so Schrotträdern? Richtig, die werden geschrottet. Haben wir ja schon ein paar Videos gemacht von. Aber jetzt auch mal zu dem Sparta hier. Gut. Ihr schaut wieder zu von hier am besten. Vorbeikommen kannst du immer. Ja, aber ich kann es nicht gleich machen, weil ich habe ja Aufträge da, sozusagen, ja. Aber eben am gleichen Tag fertig. Am gleichen Tag. Wow, alles. Super. Ja, dann gleich da. Alles klar. Danke dir. Welche willst du? Welche willst du? Milka. Dann nehme ich rot. Ich wollte abholen. Das ist mir nämlich nicht egal. Danke. Kannst du? Wenn du willst, haben wir hier ein passendes Lehrobjekt für dich. Oh ja. Yeah. Das muss komplett auseinandergeschraubt werden. Oh ja, yeah. Da bin ich zuständig. Ich schraube sowieso alles auseinander. Gehört dir das Rad? Ja. Kann ich daraus was bauen? Und da kann man nichts rausbauen. Das ist kaputt. Guck mal hier. Gebrochen. Da ist nichts mehr zu löten. Ich glaube, erstmal müssen wir so etwas. Da, oben rechts. Beziehungsweise nach unten, wenn du das andersrum ansetzt. So, und jetzt nach unten. Wo soll ich das festhalten? Ja. Am besten hier, bevor schütte ich. Ja. Ja, passt. Wunderbar. Siehst du? Ich hab doch. Soll das ganz ab? Nee, nur lösen. Na, obwohl, nee, muss ja ganz ab, weil der ist ja der Dings hier mit dran. Kommt aber hinterher wieder auf die Achse drauf. Und das ist die Schraube. Genau, dann packst du erstmal beiseite. Soll ich jetzt auch lösen? Das runter. Dann, genau. Hinten soll ich auch lösen. Und hier, musst du dann so und nach unten wieder. Pass auf deine Finger auf, schön weit hinten anfassen, den Schlüssel. Den Schlüssel hinten anfassen. Und runter. Komm, stopp.
Kraft gehabt? Okay, warte. Das ist schwer. So, danke sehr. Bitte. Jetzt legst du wieder zurück, ja? Alles klar. Das sind die da, genau. Oh, ich hab. Yay! Zehner. Zehner? Ja, Zehner ist das. Und dann komme ich einfach nochmal mit dem Rad. Mhm. Das ist ja auch hier so. Wir brauchen auch ein bisschen auseinanderbauen. Dann kommt es auf den Schritt. Kann man halt bei manchen Rädern nichts mehr machen. Das ist halt Quatsch auch. Ne? Ja, man kann immer alles irgendwie zusammenfrickeln, aber jetzt soll ich auch weiter mit. Genau. Was soll es denn hier sowas sein? Ja, wir sind schon abgeschickt. Zu schwer, Papa. Zu schwer? Nimm einen längeren Schlüssel. Hol dir einen Zehner, der ein bisschen länger ist. Das ist ja viel zu kurz, der Griff, weißt du? Okay, weil ich so kleine Hände noch habe? Naja, nee, weil du nicht so viel die Kraft hast. Das ist ja kein Problem. Muss man halt ausgleichen mit Hebel. Zehner. Zehner, lang, genau. Achso, hier und da. Schrauben wir natürlich, damit wir es nicht verlieren, gleich wieder die Sache auf. Immer gleich rauf, weil dann liegt es nicht rum. Ja.
Aber nicht ganz. Naja, ich habe nur davon nicht probiert, ne? Wunderbar. Ja, super. Das war's schon. So, lass mal überlegen. Wenn wir das aufdrehen, in die Richtung, und jetzt nach unten, zu dir. Yay! Genau. Das muss ganz ab. Das muss ganz ab. Hier. Jetzt ja, kannst du den nehmen. Das ist zum Lösen, nimmst den langen Schlüssel und zum Schrauben dann. Und dann halte ich das hier so fest. Genau, und jetzt drehst du. Drehen, und drehen, und drehen. Kannst du jetzt mit den Fingern abdrehen, ne? Probier mal. Noch ein bisschen. Jetzt. Genau. Festhalten. Aufheben, aufheben. Abziehen. Ablegen, rausziehen und wieder hinten ranschrauben. Rausziehen den und wieder hinten ranschrauben. Genau. Ich glaube, ihr braucht keine Hilfe mehr, weil das ist jetzt das nächste. Weil guck mal, das Hinterrad ist doch fast das gleiche wie das. Der muss noch ab. Dann. Okay. Jetzt ist die Flasche ab. Na, wie wozu haben wir denn? Pass auf, du nimmst den Zehnerschlüssel. Lass mal überlegen. Genau. Hältst den mal fest. Hier unten festhalten. Halt den mal hier fest am Rahmen. So, hältst du richtig fest. So, richtig festhalten, ja? So, dass er natürlich da drauf bleibt, ne? So. Und dann nimmst du die andere Hand. Nimmst du den. Und schraubst da. Da lang. Weiter, weiter. Jetzt kannst du es mit dem Finger machen. Genau. Bitte. Und alle Schrauben kommen dann da wieder rein. Genau. Und jetzt wieder in Dynamo. Durchstecken. Ja. Alles wieder zusammen. Kannst du es vielleicht sogar mit der Hand schon schrauben? Hinten festhalten? Es dreht sich nicht hinten. Jetzt.
Haben wir Bock, oder? Guck mal, die hat zwei flache Seiten. Da. Ist er? Nee, ich hab's. Wenn du es rausgelassen hättest, hätte es wehgetan. So. Jetzt kommt erstmal das an. Strenglicher. Ja, schön ansetzen. Warte, stopp, stopp. Richtig ansetzen. Richtig rein, warte. Ja, und jetzt. Kämpfe. Geht nicht? Und zieh ab. Eine Seite haben wir, wunderbar. Jetzt die andere Seite. Tun. Inbusschlüssel. New saddle. The seat post. The post. Post. This one. Ah. The saddle. Broken my saddle. Yeah. But this one is okay. It's not. Yeah. New seat post. Yeah. New. Yeah. New saddle. My bike, please. 490 euros. Mm-hmm. What do you think? The outside is the green one. Okay. And the foldable, the bigger one, outside Peugeot, mm-hmm. for 200. Okay. But I think at the moment, no other bikes. That's okay. Thank you. Yeah? Okay. Every bike is 4 months? Huh? Every bike is 4 months, right? Only this outside. Other is for sale. For sale, yeah. Take a look inside. That's nice. Yeah. Are you going to be here tomorrow from 9 o'clock? Hast du mir nicht gesagt, dass es so soll? Doch, hast du doch gemacht, so. Nee, ich hab. Ja. Mach das mal. Genau, die schraubst du einfach aus, die Schraube, und dann brauchen wir den speziellen Ausdruck. Der Ausdruck gesagt? Oh.
die Hand da weg, hinter den Schraubenzieher. Sonst kann es sein, dass du dir in die Hand stichst. Das ist die Schraube. Na, Dennis? Wie steht's, Thomas? Geht. Moin. Ja, ich bin kurz angebunden. Ich komme von Arbeit und muss gleich wieder weiterfahren. Aber ich wollte mal kurz vorbeikommen. Kicken, alles in Ordnung? Jo. Und bei der Gelegenheit würde ich auch gleich einen Steuersatz mitnehmen, wenn das möglich wäre. Also deswegen halt das nicht angehalten, aber es bietet sich gerade an. Steuer ist. Ein Achtel. Ja, ein Stück normal hier von wie heißt jetzt? Und diese bunten, die du da hattest, die sind in den Eiern. Token. Ja, genau. Ach, das wird so total Stier. Hier ist ja ein Puddingherz mit bei. Ha, Mensch. Ja. Aber wenn das nicht ist. Was sind die denn? Ich will das mal hier auf. Ja, danke. Hey. Da ist ja ein Ding, ey. Also hier ist ein Rad von mir, Cube Limited. Das ist eins meiner Räder, die ich im Verkauf habe. Der Hebel ist kaputt. Funktioniert ohne. Was ist denn das für ein Scheiß? Bremsanlageweg, wo man eine neue einbauen müssen. Ja, das war jetzt gut, mal rauszugehen. Ein Stück Kuchen habe ich bekommen. 10 Euro Trinkgeld. Dann hat er ein Rad abgeholt für einen 10er. Und noch 1 Euro Schulden. Mit denen ich schon nicht mehr gerechnet habe. Das war jetzt sehr günstig. So, jetzt gucken wir mal hier. Yay, das ist er. Cube. Tadada. Na, ist der Käfig zu kurz etwa? Perfekt. Perfekt, was für ein geiles Rad. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist der Easton-Vorbau, also nicht
Nicht weil er von Easton ist, sondern einfach weil er rostige Schrauben hat und weil er die Farbe verloren hat. Der ist nicht mehr schwarz. Ich schätze mal, der war mal schwarz, aber er ist nicht mehr schwarz. So rostigen Schraubenköppe, dass sie da keine Edelstahlköppe nehmen, ja? Oder Edelstahlschrauben halt. Verstehe ich nicht. Zum Rad. Oh Mann, jetzt soll ich mal dazu sagen, so, ich muss einräumen. War ja auf der Suche nach einem Kinderrad für Anouk, ey, und jetzt, schwupps, ist es da. Hätte ich doch auch nicht, wa? Ich liebe ja Marienfeder. Finde ich ja richtig toll. Ist jetzt wohl den goldenen Steuersatz. Jetzt bräuchte ich den Steuersatz. Ist er den Dennis heute mit den Nummern? Und morgen bestellen wieder einen neuen. Na gut, okay, ich verabschiede mich auf alle Fälle von euch. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, es hat euch heute trotzdem gefallen, obwohl ich gar nicht so viel gesagt habe, erzählt habe, etc. Er hat dann bald Geburtstag. Mal schauen, mal sehen, ob das klappt. Heute habe ich so oft von erzählt, dass ich ein Rad suche. Und dann kommt tatsächlich der Patrick und bringt mir einen Rahmen vorbei. In einer Größe, die echt passend ist. Danke, Kinder im TV. Ich liebe es, ich liebe es. Und man kann auch mit dem Rahmen ordentlich rocken. Frage ist, wo kriege ich jetzt die ganzen Teile her, die ich dafür noch brauche? Der tut die eBay, weiß Bescheid. Ich werde was raussuchen, ich freue mich total. Ein geiler Laufradsatz, dann. Eine geile Gabel, boom. Ein geiler Vorbau, boom. Geile Bremsanlage. Mega fette Griffe. Und Bremshebel. Gang. Alles da. Ich sehe schon so vor mir. Die Frage ist, was mache ich da draus? Für ein Rad. Eingang. Oder so.
Oder mit voller Schaltung. Vorne ein, hinten sieben. Ging ja auch. Alles Fragen, die ich mir heute Abend durch den Kopf gehen lasse. Jetzt gehe ich erstmal nach oben. Also, macht es gut, bis dann, ciao, sagt Tommy. Und ihr schaut mir jetzt noch beim Einpacken zu. Richtig, ich positioniere euch vorne. Und dann könnt ihr noch mit schauen, wie viele Räder ich hier entschleppe. Numero 1. Numero 2. Seid ihr ja. Ciao.